Ich bin Monika Eberhardt. Ich arbeite seit 3 Jahren für die Innenstadt Zürich. Ich bin Friedhofsverwalterin vom Friedhof Uetliberg und seit 1.1.2017 auch Vorarbeiterin im Kreis 3 für die Aussenanlagen. Also als erstes fangen wir mit dem Nacken an, Nackendehnen. Als Vorarbeiterin bin ich Chefin von 8 Mitarbeitern und einem Lernenden. Am Morgen verteile ich die Arbeit verteilen. Das heisst, ich schicke die Gruppe dann an ihre Arbeit. Sie wissen dann, was sie machen müssen und wie das Ergebnis aussehen sollte. Der Plan ist, Simon, Rolf, Zibele mit dem Loris zusammen und den Rest mit der Galuna kommen wir. Damit du arbeiten kannst, ist hier die Zibelenliste und die Kugelschreiber. Du es gerade abhöckeln. Ja. Und Chrysanthemen mit dem kleinen Auto gerade mitnehmen. Wir gehen die Galuna verteilen. Wir nehmen das grosse Auto mit, die Läden montieren, die 2 schwarzen Garetten. Und nachher fangen wir im 20 an. 49,2. Wenn es um die Abpflanzung geht, machen wir in unserem Bezirk immer einen Mitarbeiteranlass. Alle Mitarbeiter vom Bezirk kommen bei mir auf den Friedhof arbeiten. Ich habe nicht mehr 8 Mitarbeiter, sondern ich habe 16. Das bedeutet für mich eine sorgfältige Planung, Bereitstellung der Infrastruktur, dass ich die Fäden in den Fingern habe und dass meine Mitarbeiter nur noch arbeiten können. Wir achten darauf, dass wir Zwiebeln schön tief setzen, eine schöne Gruppe machen, alle ein am gleichen Ort. Dann ist es einfacher im Frühling wegen der Stiefmütterli. Zwiebeln schön tief runter, Köpfchen hoch. Jetzt haben wir hier die Zwiebeln gesetzt. Das heisst, dann kommen die Galuna hinterher. Schön andrücken. Zu meinen Aufgaben gehört Planung und Gestaltung von Baumschnitt, Baumbeurteilung. Für die Tätigkeiten auf den Bäumen haben wir eine Hebebühne. Ich habe eine Prüfung gemacht. Ich darf die Hebebühne fahren und bedienen. Das jährliche Ziel- und Beurteilungsgespräch gehört auch zu meinen Aufgaben. Wir bestimmen im Frühling, welches Ziel für welchen Mitarbeiter würde passen. Zum Beispiel Bäume frei machen, damit wir gute Baumkontrolle machen können. Es wird dann den Sommer durch ausgeführt, umgesetzt und im Herbst beurteilt. Es ist uns wichtig, dass Mitarbeiter sich geschätzt fühlen. Dabei ist es mir auch wichtig, weil meine Mitarbeiter können auch mich beurteilen, dass ich eine gute Chefin bin, dass ich ein offenes Ohr habe, dass sie einfach zu mir kommen können. Wenn irgendetwas ist, wenn es nicht geht im Team oder was auch immer. Wir bilden uns weiter, das ist sehr wichtig bei uns, dass wir auch einen erweiterten Horizont haben. Und darum haben wir einen Kurs gemacht für Stahlkastabnahme. Und da schauen wir auch darauf, dass wir die Bäume nicht verstümmeln, sondern dass wir sie schneiden, sodass sie noch lange leben können. Also, mit meinem Vorgesetzten habe ich einen regelmäßigen Austausch, sodass wir beide auf dem neuesten Stand sind. Ich erzähle ihm, was ich gemacht habe die Woche durch, und er gibt mir neue Aufträge. Sehr schön. Ja, mit dem Unternehmer bist du zufrieden gewesen, soweit? Unternehmer hat sehr gut gearbeitet, war sehr gute Rückmeldung gewesen. Der Loris hat sehr gefreut, dass er das mit ihm so alleine machen konnte, so 1:1. Ich bin Berufsbildnerin und habe einen Lernenden im ersten Lehrjahr. Als Friedhofsverwalterin ist es meine Aufgabe, Hinterbliebene zu beraten, wenn sie ein Familiengrab wollen oder ein Reihenmietgrab. Sie kommen dann auf den Friedhof und wir suchen zusammen einen Platz aus für den Verstorbenen. Das ist mein Lieblingsort auf dem Friedhof. Und was mir besonders gefällt an meiner Arbeit, dass ich und mein Team die Anlage mit diesen vielen alten Bäumen fernab vom ganzen Stadtlärm pflegen können und den fantastischen Ausblick haben.